T-Shirt gesehen, das ich heute gemacht habe. Ah, der Frosch hat ja Aro-Farben. Psst, wir wollten heute wortlos kreativ sein. InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von InSpectrum. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Mein Name ist Zal, ich nutze er- und they-Pronomen. Bin trans, aro allo, bi, weiß und ein Österreicher, der im Schwarzwald geboren ist. Genau, und wir haben entschieden, wir reden heute über, ja, einerseits über das Kreativsein, aber auch über Pride, und zwar darüber, wie es so ist, Pride-Sachen selbst herzustellen und zu machen, ja, also zum Beispiel Bilder zu malen in Pride-Farben oder Kleidung zu bedrucken oder zu nähen oder zu besticken, Buttons zu machen und so weiter. Ja, zu sticken, genau, Sal. Und auch, warum machen wir das? Was bedeutet das für uns? Aber das könnt ihr euch jetzt alles hintereinander anhören. So, Finn hat schon darüber geredet, worüber es heute gehen wird. Unter anderem darum, Pride-Sachen selbst herzustellen, aber auch um Kreativität im Allgemeinen. Und ich sollte gleich zum Titel der Folge kommen. Warum wortlos kreativ? Nun, wir haben etwas gesucht, womit sich gut ausdrücken lässt, dass es um kreative Sachen geht, um Buttons machen, Bilder malen, sticken, stricken, häkeln, aber eben nicht ums Schreiben. Weil das wollten wir explizit rausnehmen, weil da könnte man, glaube ich, eine eigene Folge schon machen. Ja, ich glaube auch, also Schreiben ist einfach noch in sich nochmal, ich meine, ist auch ein verdammt cooler Prozess, ist auch ein Prozess, in dem sich Queerness gut ausdrücken lässt, selber auch, aber nochmal so ein vielschichtigerer und komplexerer Prozess, der noch so viele anderen Ebenen hat, als zum Beispiel ein Bild zu malen oder etwas in Flaggenfarben zu machen oder so, also etwas grafisch zu machen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer grafischen Arbeit und einer schriftlichen Arbeit, würde ich mal sagen. Also haben wir beschlossen, klammern wir das mal aus und lassen genug Platz dafür, dass alles andere mal Platz hat. Genau. Schreiben kommt mal extra. Machen wir so. Irgendwann mal. So, dann, weil aber das nicht nur uns betrifft und wir auch gerne wissen wollten, was ihr denn so alles macht, gab es dieses Mal eine Umfrage? Wir können wieder mal leider nicht alle Antworten vorlesen, weil es davon wieder mal viele gibt. Danke euch. Und ich wollte mich allgemein nochmal für alle bedanken, die es beantwortet haben. Gehen wir also jetzt zur ersten Frage über. Genau, und zwar lautet die: Habt ihr ein oder mehrere kreativen Hobbys, wie zum Beispiel T-Shirt-Design, Stricken, Sticken, Häkeln, Malen, Buttons herstellen? Wenn ja, welche oder welches? Möchtest du gleich mal die gesammelten Antworten vorlesen? Ja, weil dieses Mal haben wir hier keine einzelne Antwort, sondern alles, was wir gefunden haben, mal gesammelt. Und zwar war da Malen, Zeichnen, Plastizieren, Buttons, Beutel, T-Shirts auf Drucke, Designen, Drucken, Tie-Dye, Stricken und Nähen, Häkeln, Knüpfen, Perlenschmuck herstellen, Nadelbinden, Schreiben, Klöppeln, Spinnen und ein bisschen Basteln. Denn die Leute in unserer Community machen extrem viele verschiedene und coole Sachen. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Sal? Was machst du noch? Ich male und zeichne ein bisschen, wenn mich die Lust so packt, aber vor allem sticke ich. Oh, cool. Ich meine, bei dir weiß ich es ein bisschen, aber erzähl gerne. Ja, also ich habe von dem, was dir aufgezählt wurde, so ziemlich alles schon mal gemacht tatsächlich, außer Stricken. Und Stricken so gar nicht. Häkeln habe ich auch nur, probiert mehr oder weniger, aber bin noch nicht so weit gekommen, viel damit zu machen und finde ich persönlich auch gar nicht so einfach. Da bin ich nicht so gut drin. Und zusätzlich auch Sticken, wie Sal gesagt hat, und auch Weben tatsächlich, beziehungsweise unterschiedliche Arten zu weben. Brettchen weben, Weben am Webstuhl habe ich schon gemacht und auch Perlen weben. Ich glaube, ich drücke mich einfach total gerne kreativ aus und auch malen und zeichnen in verschiedenen Techniken. Und irgendwas habe ich jetzt sicher auch noch vergessen. Ich meine, du bist doch auf eine entsprechende Schule gegangen. Ja, genau. Also ich war auf einer Schule mit einem künstlerischen Schwerpunkt.
Ich würde sagen, Fotografieren ist eigentlich auch noch so ein kreatives Hobby, das ich hier noch aufzählen könnte. Ja, ist halt die Frage auch wieder, also wenn wir dann weitergehen, wie können wir was darin ausdrücken? Aber es wäre auch erstmal ein kreatives Hobby und auch ein grafisches Hobby eigentlich. Daran habe ich bislang noch gar nicht gedacht. Ich habe halt nach der zweiten Klasse Unterstufe keinen Werkunterricht mehr gehabt. Ja. Also ist so, irgendwie der Großteil von den Sachen habe ich einmal mit 11 gemacht und danach nie wieder. Ja, verstehe ich. Also, das ist dann für einen selber auch so ein bisschen anders, ob ich wirklich sagen kann, habe ich das gemacht. Drum ist das, was ich sage bei Häkeln, das habe ich mal gemacht, möchte ich auch wieder mal probieren, aber ich finde es halt schwierig und ich komme da nicht ganz so weit wie andere Leute, sage ich mal. Beim Stricken komme ich. Ich scheitere daran, wie man nochmal anfängt. Ja. Wenn ich dann irgendwie Zeit hätte, mich hinzusetzen, geht es. Ja. So halbwegs, gelegentlich. Aber dann lasse ich ein Projekt irgendwie 3 Jahre liegen und dann fragt Mama, ob sie es beenden kann und dann ist das beendet. Weil es schneller geht, oder wie? Oh nein. Nein, weil ich es irgendwie bei Mama daheim liegen habe lassen. Ups, ups, na gut. Und es ist auch das Problem, dass Mama sehr gut strickt, sehr viel strickt, immer beim Fernsehschauen, bei den Nachrichten. Und wenn ich sie um Tipps bitten versuche, sie versucht mir zu helfen, aber die Hälfte nicht erklärt und sehr ungeduldig ist, weil es für sie eh so Oh selbstverständlich ist. nein. Das ist allerdings ein bisschen das, was ich beim Häkeln erlebe. Also ich hatte schon Leute auch, vor allem im Sommer, die sich voll bemüht haben, mir das zu erklären. Aber es war einfach so, it's hard for me. Was ich gar nicht erwähnt habe vorhin, weil, also wir haben ja schon mal darüber geredet, warum du Kochen nicht darin siehst, aber dass für mich Kochen durchaus auch ein kreatives Hobby sein kann. Ich habe schon gesagt, dass es kreativ ist, nur hier nicht so ganz dazu passt in die Liste. Ja, das stimmt, das glaube ich auch, weil du halt kreativ kochen kannst, aber es halt mehr auch wieder so ähnlich wie beim Schreiben mehr als nur eine grafische Ebene gibt. Oder? Also es gibt schon noch eine Ebene, wie das aussieht. Also hat er auch gesprochen darüber. Ich habe ein Rezept bei mir daheim stehen für einen Kuchen oder eine Torte. Nee, ein Kuchen ist es, wo die Layer so Ace-Flaggenfarben haben. Bin ich aber bislang noch nicht dazu gekommen, das zu machen. Und natürlich hat das auch einen Aspekt von, wie es ausschaut. Und auch sonst hat es einen Aspekt davon, wie es ausschaut. Aber es gibt halt noch eine andere Ebene, so ähnlich wie beim Schreiben, nur halt nochmal in eine ganz andere Richtung, würde ich sagen. Oder? Ich meine, beim Schreiben ist die grafische Ebene noch viel weiter vom Zentralen entfernt, ich sag's mal so. Es ist nicht, dass sie nicht da ist, sie ist nur von dem, was beim Schreiben zentral ist, weiter entfernt als Ja. beim Kochen und viel weiter als beim Zeichnen. Ja, also sie hat einfach einen anderen Stellenwert und steht halt auch nicht, also noch weniger für sich allein, würde ich sagen. Also es gibt schon Momente, wo es halt auch Bücher gibt oder Geschichten, wo zum Teil mal grafische Gestaltung in den Vordergrund tritt oder auch einmal hatte ich ein Buch gelesen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die Geschichte ist jetzt eigentlich hauptsächlich, um die grafische Gestaltung des Texts zu rechtfertigen oder so. Aber das ist nicht die Mehrheit, würde ich sagen, oder meistens nicht der Fall und meistens steht das nicht so im Zentrum, sondern es sind andere Ebenen viel relevanter, auch wenn es eine grafische Ebene gibt und natürlich dann darüber hinaus nochmal eine Ebene, wie erzeuge ich ein Bild, aber das ist ja dann nochmal auf einem anderen Punkt. Genau. Was aber beim vielen von dem hier aufgezählten ist, ist nicht nur grafisch, weil zum Beispiel bei Sticken wird jetzt auch ein Teil, den ich sehr mag und der mir beim Auswählen von Stickgarn wichtig ist, ist, wie es sich dann anfühlt beim Drüberstreichen. Ja. Oder bei Stricken nä und Nähen und auch Beuteln ist natürlich auch, dass das Ding dann praktisch existiert, das gestrickt oder genäht wurde, Ja. auch sehr wichtig. Es ist halt beim Schal in Pride-Farben stricken, jetzt nicht so schwer, diese Elemente miteinander zu verknüpfen. Ja, beziehungsweise es hat trotzdem noch mal. Also klar, wir machen meistens generell nicht Sachen, damit wir sie nie verwenden oder auch nie tragen oder so. Und es ist ja handwerklich auch noch mal was anderes. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind uns da auch einig, auch wenn ich mir gerade schwer tue, das zu benennen, aber irgendwo grenzt sich dann Kochen und Schreiben doch davon ab. Und voneinander auch. Ja, klar, voneinander Ich meine, auch. bei Kochen ist es, dass auch eine ganz andere Sinnesebene im Vordergrund steht, nämlich wie schmeckt Ja, es? zum Beispiel spätestens dann, wenn es gegessen wird, halt. Wenn es nicht nur Showcooking ist oder so. Ja. Ja. Und was haben wir selbst schon gemacht? Da
lass ich dich mal starten. In Pride-Farben meinst du jetzt? Ich habe in Pride-Farben schon mal, also Bilder gemalt, vor allem mit verschiedenen Techniken. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Bild gemalt mit so Lampignons in Flaggenfarben, mit Aquarellfarben. Da war ich dann auch sehr stolz drauf. Also da waren, es war so ein Bild mit so drei hängenden Lampignons und einer war so in den Farben der Aro-Flagge, einer in den Farben der nicht-binären Flagge und einer in den Farben der Gray-Ace-Flagge. Das war, fand ich richtig cool. Dann gab's so, also habe ich sonst auch diverse Flaggen, Farben mal in Sachen eingebaut. Also ich habe mal eine Meerjungfrau gemalt in Aro-Farben oder Drachen in Ace-Farben, so Sachen. Also verschiedenes. Und was mir dann noch einfällt, ist, ich habe auch einmal was gestickt in Flaggenfarben. Also das meiste, was ich gestickt habe, hatte tatsächlich nichts mit Queerness zu tun, weil ich mein inneres Coming Out erst nach meiner Schulzeit hatte und ich habe halt in meiner Schulzeit am meisten gestickt, weil wir eben auch ein Fach dazu hatten, wo das eben der Schwerpunkt war, wöchentlich. Und dementsprechend komme ich seither logischerweise weniger zum Sticken und mache das nicht so aktiv wie du, Sal. Aber wir hatten vor einiger Zeit ein Projekt an der Uni bei uns, wo jede Person nochmal so eine große, also ja, ein Stoffstück bekommen hat. Das war jetzt nicht unbedingt klein. Es war jetzt auch nicht riesig. Und dann sollten wir dazu ein Thema was draufsticken. Und ich habe da unter anderem neben Schrift so eine Nachtfalter gestickt, einen größeren mit Flügeln, die quasi die Farbe der Ace-Flagge hatten und auch noch ein Element, also so ein kreisförmiges Strukturelement, sage ich mal, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, in den Farben der nicht-binären Flagge mit so Schrift auch noch herum in den Farben. Und die Farben haben sich so über die Schrift hinweg abgewechselt. Auch und das ging so im Kreis. Das ist auch was, woran ich dabei denke. Ja, und wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber das waren, sind, glaube ich, die hauptsächlichen Sachen. Und bei dir? Wie sieht's bei dir aus? Nun, beim Malen gibt es eigentlich nur, Zeichnen gibt es nur eine Sache, nämlich ein realistisches Herz in Tinte, schwarz-weiß, und dann die Aro-Alu-Flagge Streifen drüber. Es sieht ziemlich cool aus und ich mag es sehr. Und beim Sticken für mich selber, nun, das erste Stickprojekt, das ich jemals angegangen bin, war eine Transflagge, weil es kam erst nach dem Coming Out, das Sticken. Sogar eigentlich doch eine ziemlich lange Weile nach dem Coming Out, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich sticke irgendwie für mich selber sehr, sehr, sehr viele Drachen. Und einen gibt's, den habe ich in Hellblau gehalten, mit 3D, mit Flügeln, die tatsächlich abstehen. Das sind so kleine Dreiecke. Finde ich cool. Und auf dem Rücken ist eine Musterung mit einem rosa, weißen und noch einem rosa Streifen. Und das haben Leute gesehen und sind nicht auf die Flagge draufgekommen. Ja, das ist dann auch immer so ein, also die Subtilität, die das haben kann, ist ja auch spannend, finde ich schon. Und ich merke schon, allein jetzt schon in der Folge habe ich so das Gefühl, es gibt noch so viel, was ich machen kann oder was ich noch machen kann und habe wieder voll Lust darauf. Ja, same. Und was ich halt auch mache, ist irgendwie für Leute in meinem Freundschafts- bzw. Bekanntschaftskreis Sachen sticken. Oh ja. Unter anderem für Leute, die beim Inspektren mithelfen. Ich hätte da noch was, denke ich. Nee, ich habe was von dir bekommen. Ja, Papierschiff mit nicht-binärer Flagge, oder? Genau. Du hast für mich ein Papierschiffchen gestickt mit einer nicht-binären Flagge. Das ist für mich, also das ist auch so ein Ding, weil das Papierschiffchen hat für mich persönlich so eine Symbolebene. Das ist so ein bisschen ein Symbol für mich, das ich auch viel verwende für Sachen neben dem Nachtfalter. Und dann habe ich gesagt, stick mir das mal mit meiner nicht-binären Flagge. Und du hast das voll cool gemacht. Ja, und ich habe auch für andere Leute gelegentlich mal Pride-Sachen gestickt. Es müssen keine Pride-Sachen sein. Für eine Person war es ein Shiny Pokémon. Auch ziemlich cool. Welches Pokémon, weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung, wie die Okay, verschiedenen Pokémon alles heißen. gut. Ich vergesse es immer. Ich dachte nur, vielleicht weißt du es zufällig noch. Und was ich da auch irgendwann entdeckt habe, zuerst beim kleineren Projekt für mich, ist, dass es sehr gut geht, die Fadenrichtung bei einem Flachstich bei so abzuwechseln, dass man eine Flagge macht, bei der man ein Bild nimmt
das nur aus Linien besteht oder Line Art ist, möglichst große, schöne Flächen hat, damit das auch gut geht. Also kleine, diffizile Sachen gehen nicht so gut. Und dann legt man da die Flagge drüber und wechselt für verschiedene Flächen die Richtung vom Faden, mit dem man, den man drüber strickt, sodass man das Bild sehr deutlich sieht, aber die Flagge eigentlich drüber gelegt ist. Ja. Und das habe ich jetzt schon für mehrere Leute gemacht und es scheint Leute immer sehr zu freuen, das zu kriegen. Das finde ich schon auch ziemlich cool. Wollen wir dann schauen, was unsere Community und die Leute, die auf unsere Umfrage geantwortet haben, selber schon so gemacht haben? Yep. Yay. Und zwar wurde da die Frage gestellt, habt ihr schon mal selbst Pride-Sachen hergestellt und wenn ja, welche? Passt. Und dann lese ich gleich mal die erste Antwort vor. Und zwar hat uns eine Person geantwortet, eine Umhängetasche, ein Kissen in Gestalt einer Fledermaus, ein kleidartiges Oberteil, alle drei in den Farben der Ace-Flagge. Außerdem Vorlagen für Sticker für den In Spectrum Podcast. Genähte Fledermäuse in verschiedenen Flaggenfarben. Und ich glaube, ich habe einen sehr großen Teil davon schon mal gesehen. Also die Fledermaus, das kleidartige Oberteil, ich glaube auch die Umhängetasche, bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall die Sticker für den Spektren-Podcast. Ja, bei manchen ist es hier ein bisschen leichter als sonst zu erraten, wer das ist. Ja, wie gesagt, andererseits, wenn eine Person hinschreibt, ich habe die Vorlagen für die Sticker für den Spektren-Podcast gemacht, dann will sie auch erkannt werden, oder? Auch unabhängig vom Rest. Ja, zumindest von uns. Ja. Ja, das sind irgendwie alles tolle Sachen. Voll. Und auch gute Ideen. Fällt gerade auf. Fledermäuse. Ja, Fledermäuse sind super. Ganz viele süße Fledermäuse. Jo, nächste Antwort. Finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Sage ich jetzt schon. Ich habe für eine Freundin eine Vulva in Ace-Farben gehäkelt. Und mein aktuelles Häkelprojekt ist ein Shirt in denselben Farben. Irgendwie hat das was. Ich finde, das hat eine Menge. Und ich finde es cool, die Person häkelt. Ich habe gesagt, ich tue mir mit Häkeln so ein bisschen schwer. Ich hätte da wahrscheinlich Schwierigkeiten, aber super nice. Also die Vulva in Ace-Farben kriegt von mir echt einen Thumbs up und 10 von 10 Punkten oder so. Kann ich verstehen. Dann das nächste war Ohrringe mit Perlenanhängern in Ace- und B-Farben. Ein Jutebeutel auf einer Seite bemalt mit Ace- und B-Farben im Bild. Etwas subtiler, auf der anderen Seite eine applizierte Aro-Birne, ein Aro-Kleid, Ace-Topflop und nicht meine eigenen Farben, ein Pullover-Design in lesbischen Farben als Laborarbeit. Die Aro-Birne! Ich finde irgendwie die Ohrringe so cool, weil ich habe keine Ahnung, wie man selber Ohrringe mit Perlenanhängern machen würde. Oh ja, ich bin natürlich ein Fan von der Aro-Birne. Aus Gründen, aber die Ohrringe sowieso. Also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie das sein könnte. Also, dass es möglich ist, Ohrringe zu machen. Oder also, wie das funktioniert. Ich kann es jetzt nicht richtig gut beschreiben, weil ich glaube, wenn ich anfange, das zu beschreiben, dann ist auffällig, dass ich eigentlich keine Ahnung davon habe, es noch nie gemacht habe. Und ja, wird dann, glaube ich, sehr schwierig. Vorstellung ist so sehr grob. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. Unter anderem, weil ich halt auch selber keine Ohrringe trage. Aber richtig, richtig cool. Und dann auch in Pride-Farben. Mal vorstellen. Aus was für Gründen magst du die Aro-Birne so sehr? Ach, es gibt da auch mal, also, weil ich fühle mich ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass sie existiert. Es gibt auch ein Emoji hier irgendwo, ich glaube auf dem Inspektren-Discord-Server auch dazu. Ich weiß nicht, wo sonst noch überall. Und die letzte Antwort, die wir hier rausgesucht haben, obwohl es noch weitere gute gäbe, das zählt eine Person auf. Tassenuntersetzer mit der Ace- und der Demi-romantischen Flagge. Ein paar Zeichnungen, zum Beispiel zur Bedeutung von Freundinnenschaft und einen Drachen in schwarz, grau, weiß und lila. Ein Schild mit einem Aro-Ace-Tortenstück für den CSD. Schwarzer, grauer, weißer und lila Boden. Grüner Zuckergussfondant und ein weißes Sahnehäubchen. Ui, die Tassenuntersetzer sind... Also es ist alles nice. Aber die Tassenuntersetzer erinnern mich jetzt wieder an was ich vergessen habe, vorher zu sagen, was ich noch kreativ gemacht habe und vergessen habe. Zwar Filzen, Nass- und Trockenfilzen, beides. Auch wenn es natürlich 10.000 andere Möglichkeiten gibt, Tassenuntersetzer zu machen. Aber just in my brain, it's connected. Es ist zu sehr verbunden. Und Drachensaal, Drachen. Das, was für mich am besten ist, ist natürlich der Drache, weil es sind Drachen. Und Drachen sind immer toll und Drachen sind immer super und Drachen sind toll. Drachen sind Drachen. Wir brauchen noch ganz viel mehr Pride-Drachen. Genau. Ich meine, ich habe einen Trans-Drachen gemacht und Ace Arovin hat ein Logo mit einem Ace und einem Aro-Drachen. Yes. Ich habe mal einen Ace-Drachen gemacht und auch generell einen Regenbogendrachen. Fehlt noch ein Aro-Drache und ein nicht-binärer Drache eigentlich. Und vielleicht nochmal ganz, ganz viele andere Drachen. Egal.
Anmerkung, ich bin für die ASR-Rowin-Drachen absolut nicht verantwortlich, aber ich finde es so cool, dass das wer gemacht hat. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie es eigentlich kommt, dass wir in den kreativen Sachen, die wir machen und die wir auch gerne machen, dann immer wieder auch Pride-Farben einfließen lassen und verwenden oder auch Pride-Symbolik, weil das wäre ja eigentlich auch nochmal eine Ebene. Also das eine sind ja die Farben, das andere ist, wenn dann, was weiß ich, ein Frosch oder ein Tortenstück auftaucht, vielleicht auch in den Farben. Ja, wie kommt es, Sal? Ich meine, bei mir hat es sehr viel damit zu tun, dass wenn ich sticke und etwas am Körper tragen will, ich natürlich irgendwas draufsticke, das mit mir zu tun hat. Deshalb werden es Pride-Sachen oder Drachen oder beides. Ja, ich weiß nicht, für mich ist es so ein bisschen, dass ich, glaube ich, sich in meinem Kreativsein, wenn ich etwas mache, ja immer auch so ein bisschen ich mich selber ausdrücke. Also auch wenn es überhaupt nicht um Queerness geht, auch bei ganz anderen Themen, wenn ich irgendwie zeichne, also und natürlich nicht immer 100%, aber es ist schon oft so, dass ich einfach auch Dinge von mir immer wieder darin ausdrücke. Oder auch, also natürlich auch Dinge, die mir irgendwo begegnen, aber eben auch Dinge von mir oder aus mir oder ich mich selber. Und dementsprechend drückt sich Identität dann einfach auch immer wieder durch und in kreativen Prozessen aus, in denen ich mich befinde oder wenn ich kreativ was mache. Und Queerness oder unterschiedliche Aspekte meiner Queerness sind halt auch Teil von mir und auch Teil von der Person, die ich bin und dann eben auch Teil von dem, was ich ausdrückt, denke ich. Und dementsprechend kommt das schon dadurch immer wieder zum Tragen. Und dann ist es halt auch dieses Pride-Sachen zu besitzen und das zu tragen und damit auch ein Stück weit offen zu sein oder sich auszudrücken oder es sich auch selber gemacht zu haben. Es fühlt sich für mich schon gut an, sage ich mal. Dann auch ein Stück weit offen mit dem aufzutreten und auch zu sagen, hey, ich. Und das kann natürlich jetzt oder es will vielleicht auch nicht jeder selber machen. Aber dann auch den Prozess, sich sein eigenes Ding herzustellen, das ist schon was, für mich ist das schon was, was mir auch was bedeutet. Was mir jetzt halt gerade so in den Sinn kommt, ist, wie ist es, wenn ich für andere etwas mache, wo es ja sehr oft auch Pride-Sachen sind, Ja. die halt mit der Identität der Person zu tun haben. Stimmt. Was der Grund ist, warum mir momentan gerade die Ace-Farben ausgehen, obwohl ich sie für mich selber nicht brauche. Ja, das stimmt, verstehe schon. Aber da ist halt auch ein Element davon, dass ich da für wen anderes arbeite und versuche etwas zu machen, das jemandem anderem gefallen könnte oder gefallen wird, weil die Person ja mitspricht, was sie gerne halt hätte. Genau, und auch, dass es da, weil du sagst, es drückt die Identität der Person aus, da kommt ja noch dazu, dass eben, ich habe gerade gesagt, nicht jeder kann und will oder kann und oder will oder hat die Zeit, sich das selber herzustellen oder zu machen. Aber da kommt, glaube ich, auch noch der Aspekt zu tragen, dass es halt Aceback-Communities gibt und queere Communities. Und dass in diesen Communities ja auch ein Austausch herrscht und ich auch, wenn ich was für eine andere Person mache, was vielleicht nicht meiner Identität entspricht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sal, aber dann auch mit der Person in Verbindung stehe ein Stück weit, sage ich mal. Und da dann trotzdem etwas von dieser Connection und halt von ihrer Identität und so da reinkommt. Und weil ich weiß, was es heißt für, oder was es für mich heißt, meine Pride-Sachen zu tragen oder meine Farben zu tragen, ich dann mir vielleicht auch ein Stück weit vorstellen kann, wie es für die Person sein könnte oder annäherungsweise sein könnte, selber so ein Pride-Ding zu haben. Also was weiß ich, ein Schlüsselanhänger, ein Schal, was auch immer, so ein gesticktes Patch. Und ich deswegen dann doch auch etwas von mir da reingeben kann und für die Person weitergeben kann, dass sie sowas Ähnliches dann auch erleben kann vielleicht. Also es ist vielleicht auch so ein geteiltes Erleben. Hier ist es, hätte ich das so noch ein bisschen allgemeiner formuliert, weil es eben nicht nur um die Pride-Sachen geht, Ja. weil ich zum Beispiel von Pokémon keine Ahnung habe, aber für jemanden ein Pokémon gemacht hat, weil die Person hat sich das gewünscht und das ist etwas, was dieser Person Freude macht. Ja, voll. Also da hast du ja noch eine andere Connection zu der Person und du hast dir gerne Freude gemacht und was geschenkt oder Ja. so und Zeit investiert. Ja, und bei Pride-Sachen ist es nicht nur, dass es Pride-Sachen sind, sondern dass es auch etwas
ist, dass ich spezifisch als Geschenk für eine andere Person mache. Ja. Und da ist die Verbindung, die ich dazu habe, nicht nur, dass ich weiß, wie ich mich selber über Pride-Sachen freue, sondern auch einfach, dass ich etwas machen will, das der anderen Person Freude bereitet. Voll. Ja, und sonst halt, wenn ich was für mich selber male, ist halt wirklich auch so ein, ich halt Queerness nicht raus aus meinen Sachen. Weil, wieso sollte ich? Ja, ich meine, es ist nicht alles, was ich oder du zeichnest, aber es ist halt Teil. Genau, es kommt halt immer wieder vor. Ich meine, wenn man meine Sachen, die ich für mich mache, anschaut, ist der Hauptfokus Drachen. Drachen sind auch toll. Also es gibt bei mir jetzt nicht so krassen Hauptfokus, würde ich sagen. Aber wenn eine Person die ganzen Sachen durchschauen würde, die ich über die Jahre gemacht habe, würde ihnen auffallen, dass es viele Papierschiffchen gibt, dass es viele Nachtfalter gibt und was weiß ich noch, viele Katzen vermutlich. Wenn man sich meine Mitschriften von der Uni ansieht, würde einem auffallen, dass es sehr viele Nautilusse gibt. Nautili? Nautilusse? Nautili? Nautili klingt richtig. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, es klingt besser vor allem. Ja, von denen gibt es einen Riesenhaufen. Ja, vielleicht sollten wir ein queerer Nautilus, Nautili, queerer Nautili machen. Ich habe auch Nautili gezeichnet. Einen Nautilus mit Zylinder und einer kleinen Non-Binary-Flagge und Monokel. Du, große Enttäuschung. Die Mehrzahl ist Nautilusse. Ich habe gerade geschaut. Es ist traurig. Das stimmt. Es klingt also falsch. Ich bleibe bei Nautili Ich bleib bei dir. Ich und bin. ignoriere die deutsche Grammatik zugunsten der lateinischen. Nautili klingt einfach viel besser. Gut, dass wir das hier in dem Podcast einmal entschieden haben. Und bevor wir total abschweifen, gehen wir mal zurück zum Thema. Um jetzt wieder zum Thema tatsächlich zu kommen, gehen wir gleich zur Umfrage zurück. Und zwar zur Frage Nummer 3. Das war, was bedeutet das für euch, Pride-Sachen zu besitzen und diese selbst machen zu können? Ja gut, ich würde sagen, fangen wir wieder mal mit den Antworten direkt an aus der Community, bevor wir hier jetzt wieder recht lang reden, haben wir ja gerade schon. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, über eigene Pride-Sachen allgemein drücke ich meine Freude über meine Queerness aus. Wenn ich mal aufgrund von Aceback-Feindlichkeit oder internalisierter Aceback-Feindlichkeit damit hadere, nicht klassisch sexuell und romantische Anziehung zu empfinden, erinnern sie mich außerdem daran, dass ich in Bezug auf meine Aceback-Identität gut so bin, wie ich bin und ich Teil einer ziemlich coolen Community bin. Beim eigenen Herstellen von Pride-Sachen kommt zusätzlich noch die Freude über die Handarbeit hinzu. Am Ende das fertige Produkt in den Händen zu halten, macht mich zufrieden und gibt mir das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Andere Menschen mit Pride-Gegenständen, insbesondere meinen Farben zu sehen, beschert mir ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Es ist immer wieder toll, einem Ace in freier Wildbahn zu begegnen. Irgendwie spiegelt das auch ziemlich meine Gefühle wider. Inklusive dem Teil mit M. Ace in freier Wildbahn zu begegnen, auch wenn ich nicht Ace bin. Das ist einfach nett. Wäre auch gerne Aces in freier Wildbahn, aber auch Aros und Non-Binary-Personen. Ich bin gestern einer Questioning-Person, also einer Gender-Questioning-Person in freier Wildbahn begegnet. It was so great! Ja, wir haben uns auch nicht an Pride-Sachen erkannt, also. Ich glaube, ich bin Leuten über den Weg gelaufen wie dem Elternteil einer nicht-binären Person. Der hatte dann Fragen. Was würde ich noch sagen? Ja, stimmt. Ich finde vor allem den Teil mit, wenn es um Aceback-Feindlichkeit geht oder um internalisierte Aceback-Feindlichkeit auch oder auch generell um Queerfeindlichkeit bei anderen Identitäten, das ist ja kein Aceback-Thema. Also nicht nur ein Aceback-Thema, möchte ich sagen. Also schon auch ein Aceback-Thema, aber nicht nur. Dann ist das echt nochmal so, und das kann echt ein Reminder sein und auch dieses, das dann zu haben oder offen zu tragen, wenn eine Person möchte, das kann dann schon auch richtig gut sein und helfen, finde ich. Ich meine, was es halt auch sein kann, ist, dass man sich angreifbar macht. Natürlich, das ist natürlich auch ein Punkt. Das ist mir mal mit Aroflagen auf der Pride passiert. Oh no. Juhu. Ich meine, klar, das eine ist, man erkennt sich, aber das andere ist, du kannst doch angegriffen werden. Shit. Ja, das war dann kein so tolles Erlebnis. Das glaube ich dir sofort. Aber gleichzeitig, die meiste Zeit ist es halt ein auch mich frei fühlen können. Ja. Und ich meine, es war jetzt nicht toll, aber gleichzeitig, ja, manchmal begegnet man Leuten, die nicht besonders nett drauf sind. Ja, beziehungsweise Leuten, die dann sehen, dass eine Person eine Flagge hat von einem, ja, von einem bestimmten Spektrum oder von eben Aromantik in dem Fall,
und die dann die Person angreifen, um die Flagge und die Identität anzugreifen und meh, meh, Leute, was tut ihr? Da wären es mir unangenehme Fragen und Festäußerungen. Ich glaube, einer von denen war, Asexualität verstünde die Person ja noch, aber Aromantik? Sind wir denn nicht alle ein bisschen romantisch? Oh Gott. Ja, meh. Leute, was tut ihr? Auch hierzu. Was genau tut ihr? Bitte lasst das. Das hätte ich halt nicht zu hören gekriegt, wenn ich ohne Flagge unterwegs gewesen wäre. Es ist halt so ein, respektiert doch bitte die Selbstbeschreibung von anderen Leuten und wenn sich eine Person als aromantisch beschreibt, dann kannst du zumindest schon mal in Frage stellen, ob wir alle irgendwie ein bisschen romantisch sind. Was jetzt nicht heißt, dass Personen auf dem aromantischen Spektrum oder aromantische Personen nicht auch romantische Dinge mögen können oder sonst irgendwas. Wie immer, Spektrum, aber trotzdem, es gibt auch ein Ende des Spektrums. Ich glaube, bei mir war es auch ein Nein, ich bin nicht romantisch. In keinem Sinn. Ich mag noch nicht mal besonders die literarische und musikalische Phase der Romantik. Also, es gibt Schlimmeres, aber sie ist jetzt auch nicht die beste Phase. Ja, okay, egal. Anderes Thema. Ja, schweifen wir hier jetzt nicht ab, okay? Gehen wir lieber zur nächsten Antwort. Willst du die vorlesen? Bitte. Selbstgemachte Sachen haben immer einen sehr persönlichen Wert. Nicht nur habe ich zum Teil sehr, sehr viel Zeit in die Projekte gesteckt, sondern ich verbinde mit recht vielen einige wichtige Erfahrungen. Ein paar Projekte, keine Pride-Sachen, waren meine ersten Versuche am Sockenstricken, Waschlappen besticken oder Taschennähen. Meine bisher zwar noch keine Sammlung an Pride-Sachen hat für mich vor allem den Wert, dass ich etwas angefertigt habe oder am Anfertigen bin, mit dem ich öffentlich meine Sexualität zeigen möchte. Es fühlt sich zum Teil einfach nur wunderbar an, über eine gezielte Farbwahl meine Sexualität zu zeigen und damit auch anderen wissenden Menschen meine Sexualität zu zeigen, ohne dass ich mich klar outen muss. Auf der anderen Seite habe ich etwas Respekt davor. Ich weiß leider, dass meine Eltern nicht so erfreut sind, dass ich offen meine Sexualität zeigen möchte, sei es auch nur, dass ich es subtil übertreibt Sachen ist. Nach ihrem Prinzip, man sieht mir ja nicht an, dass ich asexuell bin. Ich sollte es also lieber nicht allen mitteilen, bevor ich offen Diskriminierungen ausgesetzt sei, nur weil ich mich als queer geoutet habe. Ich werde aber weiterhin die Sachen anfertigen und tragen, um über eine Kleinigkeit, wie ein Armband, stolz für meine Sexualität stehen zu können. Wow. Ja, ich denke auch. Also dieses sich offen zeigen, das hatte ich vorher so ein bisschen angesprochen. Das fühle ich auch. Und wie du gesagt hast, ist ein Mensch macht sich auch angreifbar, aber gleichzeitig dieses oute dich nicht, weil sonst bist du angreifbar, ist halt auch schwierig. Es ist eine Entscheidung, die niemand für einen treffen sollte. Ja. In keine Richtung. Total. Weil die Person, die die Entscheidung treffen muss, wie komfortabel sie damit ist, sowohl angreifbar, aber auch offen und stolz und vielleicht auch selbstbewusst zu sein, ist die Person, die diese Entscheidung betrifft und niemand sonst. Eine Person sollte halt auch immer die Herrschaft über ihr eigenes Narrativ haben. Du solltest halt eine Person nie das aus der Hand nehmen. Und was mir jetzt auch irgendwie einfällt, weil die Person meint, sehr, sehr viel Zeit in die Projekte gesteckt zu haben. Ich habe eine Sache vergessen aufzuzählen, die ich gemacht habe, an der ich 6 Monate gearbeitet habe. Tellersal, Tellers. Ein Drache, der Kopf auf der Schulter von einem T-Shirt und der Körper windet sich um den Arm. In Transfarben ist es sehr nett geworden. Es hat Cool, 6 Monate gedauert. cool. Klingt super gut. Vielleicht lag das auch daran, dass ich fast nur während Vorlesungen gestickt habe, wo ich nicht mitschreiben musste, was eine begrenzte Anzahl an Vorlesungen war. Es ist cool. Ja, aber du hast ihn fertig gemacht und das ist ja auch super. Genau. Und es ist auf einem Leiberl, das meine Mutter genäht hat. Yay. Teamwork. Supi. Ja, eine Antwort. Nee, wir haben sogar noch zwei, aber eine lese ich jetzt noch vor. Ich lieb's. Kann mir mega queer Joy und Gender-Euphorie geben. Das Selbstmachen ermöglicht mir auch Pride-Art für Labels zu machen, wo man sonst nichts findet. Das kenne ich. Das stimmt auch. Also dir die Dinge selber zu machen, weil es die es in den Farben nicht gibt. I can see that. Auch irgendwie den Gender-Euphorie-Teil, weil Ja. irgendwie finde ich es sehr nett, mit Transflaggen herumzulaufen. Total, ich finde auch, dass das so voll ein Ding sein kann. Das ist, haben ja auch ein Schlüsselband in Arofarben. Und ich meine, ich habe jetzt für andere Leute teilweise halt Farben Ja. gemacht, die man sonst nicht findet, weil irgendwie
wenn man Flaggen wenig findet, neigen Leute, glaube ich, ein bisschen mehr dazu, sich genau diese Flagge zu wünschen, wenn sie auf sie zutrifft. Ja, natürlich, weil da müssen wir ja nur drüber nachdenken, warum eine Flagge wenig zu finden ist. Je weniger eine Identität repräsentiert wird oder bekannt ist, umso weniger ist die Flagge zu finden. Umso mehr besteht vielleicht auch das Bedürfnis, das zu haben und repräsentiert oder sich zu zeigen zu können noch mehr. Also ich sage jetzt nicht, dass das sonst nicht existiert, das existiert ja sonst auch, aber es ist halt, wenn eine Person sich sonst nicht auf die Art und Weise zeigen kann, dann ist das Bedürfnis vielleicht noch mal anders und dann finde ich halt auch die Flagge nicht jetzt am nächsten Stand auf der Pride oder so. Genau. Natürlich ist es der Seltenheitsgrad, warum sich Leute dann genau diese Flagge wünschen, statt eine andere, die auch zu ihrer Identität passen würde. Und meistens sind es die selteneren, ja dann auch spezifischere Flaggen, zum Beispiel, die es auch einfach seltener gibt, weil sie spezifischer sind und damit weniger Leute betreffen, Ja. als ein Überbegriff, der mehr Leute betrifft. Ja, klar. Jo, jetzt haben wir wirklich nur noch eine Antwort. Und die lese ich vor. Okay. Es ist einfach cool, weil es individuell ist, meinen Geschmack be viel besser trifft und macht auch ein wenig stolz, wenn andere Menschen ankommen und sowas sagen wie, wie cool, das gefällt mir, wo hast du das denn her? Und Mensch antworten kann, habe ich selbst gemacht. Ja. Und dann ist danach noch so ein grinsender Smiley. Das ist aber auch so. Ja. Die Person hat einfach recht. Ich meine, ich weise auch öfter darauf hin, dass ich etwas selber gemacht habe, wenn ich gerade damit herumlaufe, weil ich es doch, ich habe 6 Monate an diesem Ding gearbeitet. Jetzt will ich damit angeben. Yes. Ich meine nicht nur angeben. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ich anhand der Label weiß, welche Person das geschrieben hat, aber anderes Thema. Nee, aber es ist auch echt so. Also, sich Sachen selber zu machen zu können und dann sagen zu können, hey, habe ich auch gemacht, das hat schon so sein ganz eigenes Ding, weil du auch einen gewissen Stolz haben kannst auf deine eigene Arbeit. Es ist auch als etwas, wo man das anderen mitteilt, wo man sich auch an die Freude erinnert, dass man das gemacht hat und geschafft hat. Voll. Und darum finde ich, also gerade in der Antwort vorher hatten wir ja die Gender-Geschlechter-Euphorie als Thema und Queer Joy. Und das finde ich ist halt auch so ein Thema, weil es geht einem Menschen halt nicht immer gut. Also an manchen Tagen ist es halt zumindest für mich eben nicht die Geschlechter-Euphorie, sondern halt die Geschlechter-Dysphorie. Und dann sind halt solche Sachen, die einen irgendwie an euphorische Momente erinnern oder an andere Momente erinnern oder wo ich sowas mitnehmen kann. Das kann schon was ausmachen. Haben wir noch irgendwas zu ergänzen zu dem Thema der Bedeutung? Oder wurde jetzt eh alles gesagt? Ich glaube, für mich ist es auch beim Selbermachen ein Teil davon, ist einfach auch meine Hände beschäftigt halten. Ja. Und das ist nicht Pride-Sachen spezifisch, aber es ist einfach ein Teil davon. Ich fühle mich viel besser, wenn ich YouTube gucke, während ich sticke. Yes. Ja, das kann ich auch sehen. Also es ist bei mir weniger krass, wobei doch, wenn ich wirklich was schaue, dann, also ich kann halt einfach nicht. Bisschen, wenn ich wirklich was aktiv schaue, das kostet dann schon auch recht viel Energie, dann kann ich nichts daneben machen, aber sonst funktioniert, sehe ich, ja. Ich meine, ein Grund, warum ich während Vorlesungen, wo ich nicht mitschreiben musste, gestickt habe, war, weil ich mich sonst noch weniger auf die konzentrieren hätte können. Verstehe ich. Ich habe das so ein bisschen mit Zeichnen, weil Zeichnen kann ich immer. Also immer ist jetzt übertrieben, aber halt auch wenn ich nebenbei was anderes schaue oder anhöre, so, das meine ich damit. Und das mache ich dann auch einfach teilweise, um konzentrationsfähig zu bleiben und so Sachen. Und ich meine, es wurde jetzt schon so oft gesagt, aber ich finde diesen, für mich ist nochmal dieses Selbstausdruck so ein ganz, also einfach ein relevantes Thema. Ja, für mich auch. Es ist halt für die Sachen, die ich tatsächlich am Körper tragen werde und sticke, da mache ich Sachen, weil sie was über mich sagen. Ja. Wozu würde ich sonst anziehen? Das ist lustigerweise anders als mit Bildern, wo ich auch Sachen, die nicht unbedingt mich persönlich reflektieren, viel eher mache. Ja, also für mich ist schon, also klar, ich zeichne auch Bilder, die mich nicht persönlich reflektieren, keine Frage. Aber ich habe halt auch immer wieder Sachen, die ich zeichne, wo ich mich total persönlich reflektiere. Das habe ich schon immer wieder, aber ich sehe schon einen Unterschied, weil Kleidung trägst du halt auch wirklich am Körper. Genau. Und die sagt halt immer etwas über mich in den Augen der anderen, wenn ich sie trage. Und nicht nur dann, wenn sie meine Zeichenmappe aufmachen, sondern einfach, wenn sie mich sehen darin. Genau, und ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich nicht
Bilder malen, würde ich mich selber reflektieren. Es ist nur, es gibt einen viel größeren Pool von Bildern, die existieren, die mich nicht reflektieren, als von Stickereien, die ich mache und die für mich gedacht sind, die mich nicht reflektieren. Da gibt's null im Vergleich zu mehrere. Ja, das macht ja auch Sinn in dem Fall, weil du sie halt wirklich auch selber direkt trägst und damit auch ein Stück weit anders, also anders kommunizierst. So. Genau. Ja, dann lass uns zur nächsten Frage kommen, denke ich mal. Und zwar hat die gelautet: Wie drückt sich eure queere Identität im kreativen Prozess aus? Also queere stand in Klammer. Sal, wie ist das bei dir? Ja, da hatten wir uns gedacht, dass wir es zuerst für uns beantworten. Und bei mir, da gibt es irgendwie zwei Seiten der Medaille, nämlich erstens, wie überhaupt, dass ich kreativ tätig sein kann, sich da meiner Queerness niederspiegelt, und zweitens beim Endprodukt. Über das eine haben wir schon ein bisschen geredet. Natürlich neige ich zu Flaggenfarben. Und natürlich bei allem, was ich sticke, spiegelt sich meine Identität wieder, wenn es für mich gedacht ist, weil ja, sonst wären da nicht so viele Drachen. Yes. Und gelegentlich mal Transflaggen und Aroflaggen. Aber vor allem Drachen. Ja. Und was aber auch Teil davon ist, ist lustigerweise, dass ich überhaupt erst sticken kann, nachdem ich herausgefunden habe, dass ich trans bin. Weil davor war irgendwie so, hatte ich so ein enormes Problem damit, Sachen zu tun, die als feminin gesehen werden. Und das war teilweise so unbewusste toxische Maskulinität, aber auch ein Teil war, Dinge zu tun, die typisch für Mädchen seien, laut gesellschaftlichen Vorstellungen, realitätsferne, wie auch immer die sind, als Mädchen. Und das habe ich nicht hingekriegt. Das wollte ich nicht. Das war so, nein, nein, das geht nicht. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich trans bin. Und dann ist es halt nicht mehr dieses, ich tue das als Mädchen, sondern, okay, wegen der Altersspanne, wo ich es herausgefunden habe, kann ich dann schon eher junger Mann als Junge sagen. Sondern dann tue ich etwas wie Sticken als junger Mann. Und das ist halt absolut gar nicht maskulin gecodet. Ja, Und das ist halt eine andere Erfahrung. das macht Sinn. Ja, also verstehe. Also ist für mich logisch. Ist bei mir, glaube ich, ein bisschen auch so, aber nicht so stark. Also ich meine, Sticken war irgendwie nicht das, für mich nicht so ein, nie so ein Thema, aber bei anderen Sachen habe ich das schon manchmal, dass ich noch das Gefühl habe, Dinge sind schwierig, weil sie feminin gecodet sind. Aber ja, sehe ich. Es halt, es ändert auch etwas. Also dieses Bewusstsein, Verständnis von der eigenen Identität und Position ändert halt auch da Dinge oder kann da Dinge ändern, so. Genau, und das ist für mich halt auch irgendwie ein Teil davon. Ja, jetzt habe ich eine Ausrede, um ganz viele Drachen zu machen. Yay. Das Ding ist, ich persönlich tue mir gerade so ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten, tatsächlich. Also, ich frage mich schon, und dann, als ich dir zugehört habe, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, hat sich meine queere Identität nicht schon ausgedrückt in manchen Sachen, die ich gemacht habe, bevor ich überhaupt mein inneres Coming Out hatte? Also, das klingt jetzt so ein bisschen weird, aber ich habe halt einen Teil von dem, was ich mache, gerade beim Zeichnen und Malen, ist halt schon auch Character Design. Und ich habe da schon das Gefühl, dass sich da recht viel ausgedrückt hat schon, auch unbewusst so. Und sonst, ich würde sagen, erstmal die Antworten aus der Community, vielleicht fällt mir dann noch was ein. Keine Ahnung. Ich glaube, mir fällt da gerade ein, bei mir hat sich vom Coming Out, glaube ich, größtenteils habe ich halt viel mehr geschrieben und Gedichte geschrieben. Also passt das hier nicht wirklich in diese Folge rein. Ja. Da hat sich was niedergeschlagen. Aber bei Sachen, die wir zum Beispiel im Zeichenunterricht machen mussten, war es größtenteils Traumabewältigung. Noch mehr Traumabewältigung. Noch eine Dose Traumabewältigung. Oh, das sagt mir was. Nur, dass ich der Meinung bin, dass meine Traumabewältigung auch mit Queerness zu tun hat, zum Teil, also beziehungsweise mit Queerfeindlichkeit, nicht mit Queerness inhärent, logischerweise, und mit internalisierter Queerfeindlichkeit. Und klar, das beim Schreiben habe ich auch. Da ist es, finde ich, nochmal auf eine andere Art und Weise, aber ich habe das halt auch eben dadurch, dass Character Design da ein Teil von ist, hatte ich das schon auch drinnen. Und dadurch, dass ich dass halt Queerfeindlichkeit für mich eine sehr große Rolle gespielt hat, auch in Dingen, die ich verarbeitet habe und internalisierte Queerfeindlichkeit, das hat schon seinen Eingang gefunden, sage ich mal. Auch wenn ich es nicht so benennen konnte oder nicht so kannte in der Form. Bei mir war das halt viel weniger ein Thema, sondern
naja, eigentlich Selbstmordgefährdung ein viel größeres. Ja. Und über Ecken hat das auch irgendwie mit Queersein zu tun und vor allem mit dem Queersein, das sie nicht wissen und ständig in einer Welt leben, die versucht, mich in die Rolle eines Mädchens zu zwängen. Ja. Das hat nicht geholfen, aber es ist nicht eine ganz direkte Verbindung. So, du hast mich vorhin gerade gebeten, die erste Antwort vorzulesen, dann mache ich das jetzt. Eine Künstlerin von mir sagt immer, Kunst ist Kommunikation. Ich denke, ob es nun queere Sachen oder anderer Stuff ist, den ich herstelle, ist es egal. Es enthält immer Aspekte der kunstschaffenden Person. Es drückt sich meinem Empfinden nach automatisch aus und ich könnte es nicht verhindern, es einfließen zu lassen, selbst wenn ich wollte. Ja und nein. Also ja, auch ein bisschen, wie ich oft Kunst mache, aber nicht immer so, falls das Sinn macht. Ich meine, ich stimme irgendwie dem, es enthält Aspekte der kunstschaffenden Person schon irgendwie zu. Den Teil stimme ich schon irgendwie zu, aber es müssen nicht unbedingt die queeren Aspekte sein. Ja, genau. Also es. Es kann zum Beispiel auch die Liebe zu Drachen sein. Du, 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 du. Ja, es kann was auch immer sein, aber ich glaube schon auch, dass es möglich ist, Kunst zu machen, in der eine Person selbst nur sehr am Rande bis nicht erkennbar vorkommt. Also zumindest nicht sichtbar so. Ich meine, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, die geführt werden kann. Ich meine, die Teile, die ich zu Kunst beisteuere, die ich spezifisch für andere persönlich mache, sind halt auch ganz andere. Ja. Weil, wenn ich für jemanden etwas mache, dann sind halt Aspekte von mir fließen vielleicht ein, aber die sind doch sehr stark dadurch verschleiert, dass die Identität der anderen Person im Vordergrund steht. Ja, wobei da vielleicht, also wenn ich jetzt voll argumentieren wollen würde, dass du damit einfließt, würde ich halt sagen, ja, über die Zugehörigkeit zur queeren Community irgendwie oder so. Ich merke hier das Pokémon an. Ja, genau, zum Beispiel, da gibt es einfach Unterschiede. Ich glaube eben schon, dass es möglich ist, da Kunst zu machen, wo das nicht so einfließt oder bis kaum, bis gar nicht oder nicht sichtbar. Gar nicht ist schwierig, weil du hast halt zumindest immer eine technische Handschrift so. Aber sonst würde ich sagen, ja, ich lasse auch sehr oft sehr viel von mir einfließen in Sachen, je nachdem, was es ist. Und sonst eben die künstlerische Handschrift ist das, was du zumindest hast. Also die kannst du auch versuchen zu verwischen, wird halt schwierig dann irgendwann an einem Punkt. Das auf jeden Fall. Und bei bestimmten Techniken weiß ich gar nicht, wie verbreitet sie sind beim Sticken, weil ich es mir irgendwann selber überlegt habe und nie nachgefragt, ob wer anders es auch macht. Ja, genau. Ich gehe dann zur nächsten Antwort. Es hilft manchmal, dabei anzufangen, wenn schon mal das Farbkonzept steht und es regt auch nochmal zum Umdenken an, wie ich die Farben am besten integrieren kann. Und die Projekte laufen auch weniger in Gefahr, auf dem UFO-Stapel unfertige Objekte zu landen. Ich finde erst diese Abkürzung für unfertige Objekte, die ist so cool. Ich lieb's. Sie ist genial, Sal. Der UFO-Stapel. Die unfertigen Objekte, die unendlichen Weiten oder so. Hey Sal, wir hätten diese Folge nicht machen dürfen, zu zweit. Oh cool, wie cool ist das? Aber das mit dem Farbkonzept verstehe ich auch. Also manchmal sind so Aspekte genau das, was du brauchst, um eine Idee zu kriegen oder anzufangen oder so ein Konzept. Das kann schon viel machen, als so ein Prompt quasi. Genau, das Konzept ist einfach eine bestimmte Anzahl von Beschränkungen, es leichter macht, kreativ zu arbeiten. Yes. Und das ist halt mit Pride-Farben als Vorgabe sehr leicht. Ja, also es gibt ja auch andere, auch außerhalb von Pride-Farben gibt es ja so Farbpaletten, die du nehmen kannst zum Beispiel. Und da ist halt eine Flagge oder sowas, ist ja nur, also unter Anführungszeichen nur eine Farbpalette mit einer besonderen Bedeutung für eine Person, um es ganz doof zu sagen. Oder für viele Personen. Und ich muss da hinzufügen, für mich heißt es auch, dass Pride-Projekte haben viel kleinere Gefahr, auf dem UFO-Stapel zu landen. Ja, wobei mein UFO-Stapel meistens dann irgendwann wieder abgebaut wird. Ich werde das übernehmen. UFO-Stapel ist toll. Unfertige Objekte. Aber die nächste Antwort ist auch super toll. I mix the colors like my identities do. Und dann hat eine Person noch geschrieben, no clue. Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Yes, wollten wir deswegen hier auch vorlesen. Und dann gibt's noch, wenn ich etwas in den Flaggenfarben haben möchte, dann suche ich so lange nach dem passenden Stoff, Garn, bis ich endlich was gefunden habe. Das kann dann schon mal länger dauern. Ansonsten kommt es bei mir eigentlich eher nicht zufällig vor, dass etwas zu Pride-Sachen wird. Wenn ich sowas mache, dann ist es geplant. Lustigerweise ist es bei mir fast immer geplant, aber nicht immer. Ja,
Also meistens würde ich auch so sagen, aber manchmal ist es, also manchmal passiert das auch einfach. Hey. Ich habe ja vorhin den 3D-Drachen beschrieben, der dann durch ein Muster auf dem Rücken ein Transdrach geworden ist. Dieses Muster auf dem Rücken war ursprünglich nicht eingeplant. Es war nur so, dass ich einen hellblauen Drachen hatte und mir dann aufgefallen ist, dass ich, wenn ich einfach nur so drei kleine Streifen dazu mache, das ein Transdrache ist und das wäre doch cool. Ja. Und das hellblaue Garn habe ich genommen, weil ich davon noch was übrig und gerade mit hatte, als ich angefangen habe. Aber ziemlich nice. Gefällt mir gut. Und hier ist jemand, der auch mit Garn arbeitet. Ja, auf welche Art und Weise auch immer. Mag ich. Ja, wir haben uns hier notiert, generell noch, dass Identität durch das Selbstmachen von Pride-Sachen ohne bzw. mit sehr wenigen Worten ausgedrückt wird, also quasi durch Symbolik oder durch Farben. Also wir reden halt jetzt meist über Farben. Und dann haben wir noch, wollten noch die Offensichtlichkeit ansprechen. Also das, manchmal ist es offensichtlich und wir hatten das bislang auch schon irgendwo, hatten wir schon drüber geredet, dass es manchmal aber gar nicht offensichtlich ist, sondern nur so ein Hauch oder so eine Andeutung oder ein bisschen subtiler, so dass es zum Beispiel nur von Personen verstanden wird, die selber die Flagge gut kennen oder so. Bei einem Symbol, das mit Pride zu tun hat und ein bisschen subtil war, war das zum Beispiel eine gelbe Rose, die ich mal auf einen Kragen gestickt habe, weil das ein Freundschaftssymbol ist und das dann sehr gut zu Aros passt. Genau, die Freundschaftsrosen sind die gelben. Genau. Und das ist der Grund, warum genau die Freundschaftsrosen bei mir auf allem drauf sind. Ja, cool. Wenn ich Rosen auf irgendwas tue. Und der Grund, warum ich Rosen gelegentlich auf Sachen sticke, ist, weil sie so schön zu sticken sind. Ja, das ist dann auch so ein bisschen subtiler. Also es ist quasi so ein Symbol und musst du wissen. Und bei dem einen Drachen ist der halt auch nicht wirklich auffällig. Lustigerweise auch bei dem großen Drachen, der sich um den Arm rumwindet, der auch in Transfarben ist, sehen das Leute nicht unbedingt, weil die Streifen auch nicht unbedingt regelmäßig angeordnet sind, sondern eher so, dass sie leichten 3D-Effekt ergeben, dass es nicht ganz so wie Flaggenstreifen aussieht. Genau, und eine Frage hatten wir noch in der Umfrage, und zwar hat die gelautet: Habt ihr noch weitere kreative Ideen, Projekte, die ihr gerne umsetzen würdet und/oder mit der Community teilen möchtet? Und ich denke, wir fangen gleich mal wieder mit den Antworten an, oder? Genau, und die erste, die wir uns rausgeschrieben haben, war vielleicht mal eine Töpferfigur, die ich in Regenbogenfarben oder in Farben einer anderen Pride-Flagge anmale. Cool. Und da haben wir gleich wieder ein Beispiel für eine Person, die noch wieder etwas macht, das nicht vorgekommen ist bis jetzt. Ich glaube, wir haben Töpfern noch nicht so viel erwähnt, oder? Wir haben Töpfer noch nicht so viel erwähnt, aber oben, also bei der ersten Frage, hatten wir Plastizieren dabei, wo Töpfern durchaus drunter fallen kann, auch wenn ich selber auch eher Töpfern sagen würde, I guess. Aber nee, wir hatten nicht so viel drüber gesprochen, tatsächlich. Hatte ich tatsächlich auch noch nie in Pride-Farben gemacht oder so. Dann die nächste Antwort lautet: Bei den Ace-Arobin-Stammtischen nehmen manchmal Leute Handarbeiten mit. Ich möchte in Zukunft öfter an solchen gemeinschaftlichen Handarbeitstreffen teilnehmen. Yay! Was ich auch sehr schön finde. Yay, jemand anderes aus Wien? Ja. Ja. Weißt du, wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch öfters teilnehmen. Ich glaube, die sind irgendwie sehr häufig genau dann, wenn du keine Zeit hast, oder? Ja, beziehungsweise generell sind die Treffen halt für mich dann doch oft sehr kurzfristig. Und ich habe einfach oft schon was vor. Und nachdem ich ja so absurd nach dem Motto lebe, mein Terminkalender muss immer so voll sein wie irgendwie möglich, gefühlt, ist das dann manchmal schwierig. Wenn ich nicht zufällig da ein Loch habe, geht das schwer. Ich war irgendwie schon länger bei keinem Stammtisch mehr, weil jetzt das letzte halbe Jahr dauernd irgendwas los war von der Uni. Juhu. Aber ich würde gerne mal wieder und ich war auch tatsächlich an einem spezifischen Stammtisch für Spiele und Handarbeiten, gab es mal einen. Ja, stimmt, da war ich nicht, aber das habe ich auch mitgekriegt, dass der war. Und das ist schon sehr, also ich finde das super cool und würde voll gern mal. Aber wie gesagt, also ein bisschen überzeichnet ausgedrückt, gibt es so zwei Modi, mit mir einen Termin auszumachen. Entweder 2 Monate vorher oder einen. Also einer geht normal auch noch. Oder eine Woche davor, wenn zufällig irgendwas frei geworden ist, weil was rausgefallen ist. Das sind die zwei Modi und das war's dann. I guess nicht ganz so schlimm in der Realität, aber es geht in die Richtung. Aber wenn sich's mal ergibt, voll gern. Ich war echt lang nicht mehr. Willst du die nächste Antwort vorlesen? Genau, die Person hat geschrieben, mir würden zwei Ideen einfallen, welche ich selbst aber nicht umsetzen möchte. Ein Ace-Arrow-Wapp, ein Ace-Arrow-Schild, also was zur Verteidigung genutzt wurde. Ich finde die irgendwie nett.
Oh, cool. Also gerade Ace-Aro-Wappen finde ich super nice. Idee, von der Idee her. Also generell finde ich Wappendesignen nochmal ein ziemlich cooles Thema. Schilder, richtig cool. Ich bin mir gerade unsicher, ob da ein gemalter Schild oder ein tatsächlicher physischer Schild gedacht war. Und irgendwie wie ein gemaltes Schild nett, aber ein physisches Ding, das man tatsächlich mit dem Arm hochheben kann, hätte auch was. Hätte beides was. Ich fände beides ziemlich cool. Ja, die nächste Antwort ist: Gerade bin ich an Amigurumis. Es wird auf jeden Fall ein Ace-Drache und mal schauen, was noch. Vielleicht ein paar bunte Pilze oder eine Aro-Birne. Hi, hier einmal Delphine aus der Nachbearbeitung. Amigurumi ist eine bestimmte Häkel- oder auch Strickart, um Figuren oder Puppen zu fertigen, die aus Japan kommt. Amigurumi sind meistens klein und niedlich. Oft werden die Einzelteile am Ende zusammengehäkelt und zum Beispiel mit Füllwatte gefüllt. Und das finde ich auch mega cool. Also, ich bin halt vor Oh allem je. für die Drachen, weil Drachen sind toll, aber die anderen Sachen sind auch nett. Nee, ich finde, also die Drachen sind super, keine Frage, aber die Aro-Birne ist auch sehr, sehr toll und Pilze sind auch immer das Coolste auf dieser Welt, Mann. Aber Pilze sind schon auch sehr, sehr cool. Ich meine, weder Tier noch Pflanze kriegst dann einfach mal deine eigene Kategorie da. Sagen wir nicht, dass Pilze nicht super genial und interessant und spannend sind, bitte. Ich finde es halt vor allem interessant, dass der eigentliche Pilz ja eigentlich das Myzel ist und nicht das, was wir sehen. Ja, eben. Das auch noch. Also, dass wir den größten Teil von diesem Geflecht nicht sehen. Das muss ich mal vorstellen. Und dann kommt noch die kulturelle Bedeutung dazu mit so, wie war das nochmal mit Kreisen aus Pilzen und so weiter, das ist auch irgendwie spannend. Aber das ist ein anderes Thema, das eigentlich nicht in den Inspektren-Podcast passt, glaube ich. Ja, aber auch die Bedeutung von Pilzen für den Wald, Das stimmt natürlich auch. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Pilze auch was mit Flechten zu tun. Ich erinnere mich daran, Flechten sehr zu mögen. können wir eventuell Pilze als Symbol für irgendeine queere Identität kapern? Einfach weil Pilze cool sind? Weil wir gerade in Spektren gekapert haben, um darüber zu reden, wie toll Pilze sind? Irgendwas findet sich. Irgendwas, okay. Irgendwann, ich behalte es im Hinterkopf. Was nicht ist, muss ja noch werden. Ja, genau. Na gut, dann Sal. Also, ich würde einfach so gerne wieder mal ein größeres Projekt für mich selber stecken. Ja. Dazu komme ich halt in letzter Zeit nicht und ich habe noch Projekte für andere Leute offen. Und ja, es sollte irgendein Drache werden. Ein größerer mal wieder. Mehr weiß ich noch nicht. Irgendwann will ich mal ein Flammenmuster mit einer Alu-Flagge gestalten, also wo man tatsächlich die Zacken hat, weil das passt so gut mit den zwei unteren Farbtönen der Alu-Flagge. So ein Flammenmuster finde ich. Stimmt. Und einen Schriftzug, den ich irgendwo draufsetzen will und den auch gerne andere Sa Leute auf Sachen draufsetzen können, war: If there was a friend zone, I'd please want to be put there. I need to do this. Sal hatte das vorhin erwähnt, als wir geredet haben. Und ich bin so, ich will auch. Ich muss das machen. Ich werde alles mit diesem Spruch machen. Es tut mir leid, Sal. Der ist toll. Ich weiß nicht mehr, woher ich ihn hab. Es kann sein, dass ich einen YouTube-Kommentar oder eine Diskussion aus einem Redaktionstreffen oder vor einer Folgenaufnahme irgendwo gerade voll kapere. Ich habe keine Ahnung mehr, woher ich das habe. Ja, Hauptsache du hast es. Genau, was ich noch gern mal machen möchte, ist mein Ace-Kuchen, von dem ich schon erzählt habe, dass ich ein Rezept rumliegen habe. Und dann habe ich mal so eine Reihe angefangen mit verschiedenen Charakteren, beziehungsweise eigentlich Tieren mit Pride-Flaggen. Und das würde ich gern noch mal weitermachen. Ich habe hier sogar ein angefangenes Bild. Das kann jetzt niemand sehen, außer Saal, mit einer Katze. Es ist eine sehr tolle Katze mit einer Aro-Alo-Flagge. Ich finde es sehr schön. I relate very much to this. Ja, und die Flagge ist halt schon angemalt, aber die Katze halt noch nicht. Irgendwann mache ich das weiter. Und solange ich keine Zeit finde, irgendwas zu malen, liegt das auf dem UFO-Stapel. Genau, der muss jetzt auch wieder erwähnt werden. Aber halt nicht, weil ich währenddessen was anderes angefangen habe, sondern weil ich zu tun habe in meinem Leben, I guess. Nicht nur mein Terminkalender ist voll, sondern auch meine To-Do-List. Wobei, wenn der Terminkalender voll ist, habe ich halt auch weniger Zeit, das Zeug abzuarbeiten. Ich glaube, das greift so ein bisschen ineinander, fürchte ich. Ups. Bei mir ist der Hauptgrund momentan Uni, wo ich nichts zusammenkriege. Ja, Uni ist so ein Ding. Und Arbeit. Uni und Arbeit. Aber früher oder später kriegen wir das hin. Früher oder später sind Ferien Yay! bei der Uni.
Dann bin ich schon gespannt, das alles mal zu sehen. Von dir und vielleicht auch noch Sachen von anderen Leuten. Das Lexikon heute habe so ein bisschen ich zu verschulden und darum muss ich es euch auch erklären. Und zwar haben wir heute die Begriffe Batik und Shibori hier im Lexikon. Die sind diesmal nicht queer-related, sondern es sind beides Färbetechniken, die ich beide auch schon mal ausgeübt bzw. gemacht habe. Allerdings werden die ganz, ganz oft verwechselt und darum erkläre ich euch das jetzt mal. Und zwar ist Batik eine Färbetechnik aus Indonesien, bei der quasi Textilien oder ein Stoff mit Wachs bemalt wird. Also so flüssiges Wachs wird quasi auf den Stoff getropft oder gemalt oder wie auch immer und dann wird der Stoff gefärbt und an die Stellen, wo das Wachs draufgekommen ist, behält der Stoff seine ursprüngliche Farbe, weil die Farbe dort eben nicht hinkommt, weil da eben das Wachs dazwischen ist. Und das sieht so ein bisschen anders aus als Shibori eigentlich. Also die Flächen sind meist klarer oder die Linien sehen ein bisschen anders aus. Auch wenn es vielleicht nicht immer für alle Leute klar zu unterscheiden ist. Ja, und was ist der Unterschied zu Shibori? Shibori ist quasi dann, wenn kein Wachs im Spiel ist, das heißt auch Tie-Dye, kommt aus Japan, beziehungsweise gibt es tatsächlich auch im indonesischen Sprachraum, heißt da aber anders. Und da wird aber kein Wachs verwendet, sondern der Stoff wird einfach geknotet, gefaltet, abgebunden oder es werden Gegenstände reingebunden oder er wird genäht, also es wird drauf genäht und dann gefärbt. Es funktioniert ganz ähnlich, an manche Stellen kommt dann die Farbe nicht ran oder nicht so viel ran und dadurch entsteht das Muster. Ich weiß, dass es sehr verbreitet ist, oft auch von Batik zu sprechen, wenn eigentlich Shibori oder Tie-Dye gemeint ist. Im strengen Sinne stimmt das halt eigentlich nicht, aber jetzt habe ich es hier auch mal erklärt und damit gebe ich weiter an die Kulturecke. Und für die Kulturecke habe ich euch heute zwei Signs mitgebracht. Und zwar zum einen mit dem Titel Kein Bock, ein Sign übers Neinsagen zu Sex und romantischer Liebe, über Asexualität und Aromantik. Und ein zweites mit dem Titel Sex und in Klammer Romance, No, No, No. Und die gibt's auf Englisch und auf Deutsch. Schaut doch mal in unsere Shownotes, dort findet ihr die. Sie sind Sammlungen mit kurzen Texten über Asexualität, also Fokus auf Asexualität und teilweise auch Aromantik. Ja, haben wir hier auf Englisch und auf Deutsch gibt's die. Schaut mal rein, wenn ihr wollt. Es, finde ich, schon lohnt sich. Ja, was nehmen wir aus der Folge mit? Also in meinem Fall, wie kreativ die Community ist und sehr viel Motivation. Total. Also einfach, ich finde das, also ich wusste, dass ein paar Leute was machen, aber ich fand diese Folge so wahnsinnig motivierend auch selber und so wahnsinnig cool zu hören, beziehungsweise zu sehen, zu lesen, was die Leute alles machen. Also so richtig genial. Es ist auch so viele Sachen, auf die ich nie gekommen wäre, wie Ohrringe machen oder Töpferei, queere Töpferei, auf das wäre ich einfach nicht gekommen irgendwie. Ja, ich finde es auch Leute, die Fledermäuse machen. Ich brauche doch irgendwann eine Erklärung, was es mit Aro-Birnen auf sich hat. Ich habe mich an den Spruch erinnert, den ich die ganze Zeit mal irgendwo draufsticken wollte mit der Friendzone. Ja, den nehme ich mir ja auch mit. Der ist cool. I need this. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich möchte mich jetzt noch bei allen bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Vielen Dank. Wie Sal schon erwähnt hat, wir konnten nicht alle Antworten verwenden, aber es ist wirklich, wir haben so viele coole Dinge gelesen, die ihr macht und echt mega und echt auch motivierend und schön. Vielen Dank euch. Macht gerne wieder mit, wenn es eine Umfrage gibt, die euch interessiert von uns. Ja, dann möchte ich mich bei Ebi bedanken. Ebi hat uns die Signs für die
Kulturecke zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank. Super, echt cool und empfehlen wir gerne weiter. Ja, dann, wer war an der Folge beteiligt? Im Vorbereitungsteam waren abgesehen von Sal und mir noch Luna Noir und Delphine mit dabei. Vielen Dank. Den Schnitt der Folge wird Caro übernehmen. Danke dir jetzt schon, Caro. Ja, und dann, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Rückmeldungen, Feedback, Ideen, Fragen oder Kritik an uns habt, dann meldet euch gerne bei uns. Auch wenn ihr Wünsche für Folgen habt, schreibt uns oder ja, sagt uns Bescheid. Wir schauen dann, dass wir das früher oder später uns dem Thema dann widmen. Wenn ihr bei Inspektren mithelfen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben bzw. euch bei uns melden. Wir suchen nach wie vor Menschen für den Schnitt und für die Qualitätskontrolle und fürs Untertitelteam. Transkribieren von Folgen ist gar nicht so einfach und braucht auch viel Zeit und Arbeit. Wenn ihr helfen wollt, daher vielen Dank, wir freuen uns. Meldet euch. Wo könnt ihr uns finden? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, nämlich inspektren@gmx.net, und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord-Server. Da haben wir einen eigenen Kanal, in den ihr schreiben könnt und sind manchmal auch im Voice-Chat anzutreffen. Und damit sage ich tschüss! Tschüss! Ich muss jetzt diesen Podcast kapern, um darüber zu reden, wie toll Pilze sind. Mach ruhig. Ich finde Pilze so wahnsinnig spannend, weil sie halt, also einfach diese Position von, du bist weder Pilz noch Pflanze und... Du bist weder Tier noch Pflanze. Ja, bitte. Ja, okay. Okay. Pilze sind Pilze, Pilze sind... Ich bin müde. Nicht weder Tier noch Pflanze. Weder Pilz noch Pflanze. Und zwar rede ich mich auch schon. Wollen wir das? Kann ich das nochmal schneiden lassen und wir machen nochmal von vorne?